Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ah, der Nachbar schleift schon wieder seine Tische ab und es geht weiter bei uns in der Kategorie Wohlfühlessen. Wir machen heute meine feurige Zwiebel-Cabanossi-Suppe. Klingt komisch, schmeckt unheimlich geil und ist genau das Richtige für die kalten Tage. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Das ist wirklich relativ übersichtlich heute. Wir brauchen natürlich erstmal Zwiebeln. Und zwar richtig, richtig viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Gemüsezwiebeln und 13 Knoblauch. Ich habe jetzt hier wieder den dicken, ne? Die Knollen, Freunde. Also Zwiebeln und Knoblauch, so viel ihr wollt. Dann brauchen wir Cabanossis. Und zwar die hier. Da nehmt ihr einfach, was euch in den Einkaufswagen fällt. Ne? Ich habe hier so ein paar kleine Schafe und so ein paar richtig dicke. Ihr könnt da an Wurst nehmen, was ihr wollt eigentlich. Salami geht auch, habe ich mir sagen lassen. So, weiße Bohnen aus der Dose. Zack, einmal komplett bitte. Wir brauchen Tomaten. Hier, geschälte Tomaten oder Tomaten in Stücken. Auch aus der Dose. 4 Stück sind das, glaube ich. Kleine Gemüsebrühe, ungefähr 1 Liter. Damit starten wir. Angerührt schon mal. Ich habe hier auf 1 Liter 5 Teelöffel drauf ungefähr. Das ist immer so eine gute Maßeinheit, damit das schmeckt. Ich habe hier nochmal die weltbeste Sour Cream. Freunde, Rezept ist hier oben. Ist genauso, wie ich sie immer mache. Nur mit ein bisschen Milch verdünnt, damit sie besser fließt. Das kommt richtig geil nachher auf den Teller und in unserer Suppe. So, wir brauchen hier noch so einen Hobel für schnelles Arbeiten, denn ich brauche eine Menge Zwiebelringe. Gefu, Freunde. Link wie immer unten in der Box. Genauso wie alle Gutscheincodes für unsere Gewürze, für unser Fleisch und ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Unten in der Box. Dann noch ganz wichtig heute Öle, Freunde. Und zwar einmal das gute Leo Olivenöl und auch von Leo Natural das Paprikakernöl in scharf. Das gibt nochmal den richtigen Kick drin. Wenn ihr das nicht habt, dann kauft es oder ihr nehmt halt einfach mehr Chili, ne? Und an Gewürzen von der Spice Bar heute Mestermische, Freunde. Grand Noir, Kalahari Wüstensalz, kleine Gemüsebrühe, habe ich euch schon gezeigt. Für das Feuer Berliner Chili und ein bisschen Hello Mediterraneo. So, jetzt noch ein Bierchen. Prost auf euch. Jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue Glas, ne? Werbung Ende. Los geht's. Ja, wir starten durch mit dem Zwiebelschneiden. Ich habe gesagt, wir brauchen eine ganze Menge Ringe. Und da macht sich so ein Gerät hier wirklich furchtbar geil. Denn, passt mal auf, guck mal, wie schnell wir hier eine Gemüsezwiebel wegkriegen. Zack, das macht mir keiner nach mit dem Messer. Und so ballern wir jetzt alle unsere Zwiebeln hier erstmal über den Hobel. So, Freunde, 1 Kilo Gemüsezwiebeln in Ringe geschnitten, unter 30 Sekunden, wa? Challenge accepted? Ja, macht mal nach, macht mal nach. So, Zwiebeln, zack, das kommt weg, die sind fertig, ich brauche Platz. Also alle erstmal wieder zurück ins Schüsselchen, meine Lieben. Ich würde sagen, das ist eine ordentliche Grundlage, oder? Zwiebelsuppe kann kommen. Wir starten auch gleich durch am Topf. Ich habe mal wieder, was sollte es auch anders sein, meinen FT9 drauf. Ne? Da kommt jetzt ordentlich Olivenöl rein. Hitze hat er schon bekommen. Zack. Nicht sparen, bitte. Und da gehen unsere Zwiebeln dazu. Reißt euch die ein bisschen auseinander. Und haltet die bitte in Bewegung. Wir möchten da jetzt nämlich ordentlich Temperatur dran haben. Zack. Alle rein. Zwiebeln. Also die jetzt alle erstmal ordentlich anschmoren. Schick. Zack, in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die restlichen Zutaten, also unser Knoblauch. Ah, wartet mal, der geht gleich durch die Presse, das heißt, den brauchen wir bloß einmal kurz halbieren. Und unsere Cabanossis werden jetzt in mundgerechte Stücken geschnitten. Also hier mit der kleinen Wurst, das könnt ihr euch ja, guck mal, da machen wir so kleine Dinger draus, das ist die extra scharfe. Ihr müsst euch bei diesem Rezept tatsächlich zusammenreißen, Freunde. Das größte Problem dabei ist nämlich immer, dass man nascht. Meistens ist die Hälfte von der Wurst schon weg. So, und die dicke Wurst jetzt hier hoch. Na, warte mal. Die schneiden wir einmal so. Und dann so in Halbstreifen, wa? Und so machen wir jetzt alle. Kick mal. Da haben wir ordentlich Fleischeinlage, oder? Und Klacker. Ich esse zu viel dabei. So, das. Guck mal. Zwiebeln haben schon Temperatur gekriegt. Das ist geil, da kommt jetzt der Knoblauch dazu. Also einfach durch die Presse jagen. Ihr könnt den auch schneiden. In dem Fall finde ich gepresst ganz geil. Ich weiß, da scheiden sich wieder die Geister. Und dann sagt er wieder, gepresst geht nicht. Und das geht. Geschmack ist King, Freunde. Geschmack ist King. Alle Rinder. So, zack. Und die letzte. Komm, alle mitnehmen hier.
Zack. Das auch noch mal ganz kurz mit anschwitzen. Und hier kommt ein Geruch, Freunde. Geil. Lecker, lecker, lecker. Wir fangen jetzt schon mal an zu würzen. Dann können sich die Gewürze bei der Hitze auch noch mal richtig schön entfalten. Also erstmal ein bisschen Berliner Chili. Macht danach Gefühl, ne? Sonst wird das richtig spicy. Ein bisschen Pfeffer. Gleich dazu. Zack. Mestermische. Nachwürzen, Freunde, könnt ihr später immer. Salz. Damit passen wir am Anfang noch ein bisschen auf, weil da kommt ja noch Brühe dazu. Also nicht zu viel Salz und ein bisschen Hello Mediterraneo für die Kräuter. So, zack. Nochmal kurz rühren. So, Paprikakernöl in scharf. Ja, kriegt auch nochmal einen ordentlichen Schluck. Ja, ich würde sagen, so ein Esslöffel. Ja, ein knapper Esslöffel. Auch nochmal ganz kurz einrühren. Guck mal, dann kriegt das alles schon Farbe und richtig Geschmack. Jetzt können wir auch so eine Zwiebel schon mal probieren, ob wir da auch schon genug Bums dran haben. Ja? Guck mal hier, Freund. Ja. Vorsicht, sehr, sehr heiß. Hm? Geht in die richtige Richtung. So, jetzt kommt der Rest ins Spiel, Freunde. Also unsere Bohnen. Mit dazu unsere komplette Fleischeinlage. Nicht zurücklassen. Ah, zack. So, die Tomaten dazu. Und dann mal gucken, wo wir stehen. Einmal rühren, bitte. Oh, guck mal. Guck mal. Das könnte man jetzt auch schon fast wieder als ein Western-Chili verkaufen, oder? Aber es wird eine wunderschöne Zwiebelsuppe. Rühren, rühren. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt mit der kleinen Gemüsebrühe aufgießen, bis wir in Suppenkonsistenz sind quasi. Ja, ich hatte mir ja einen Liter vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Aber den brauchen wir auf jeden Fall. Also alles mit rein. Zack. Vorsichtig. Guck mal, doch, das haut hin, oder? Mit dem Liter. Genaues Rezept unten in der Box. Freunde, das Ganze, na, bleibt drin. Lassen wir jetzt mal 20 Minuten bei kleiner Hitze einkochen. Und dann gucken wir noch mal wegen dem Geschmack, ob wir noch was nachwürzen müssen. Und dann sind wir auch schon durch. Ah, zack, Zeitsprung, Freunde. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Oh, guck mal. Das ist alles wunderschön durchgezogen. Hat sich schön verbunden, die ganzen Aromen von der Wurst, den Zwiebeln, den Tomaten. Oh, duftet fantastisch. Aber wir probieren jetzt mal, ob wir hier gewürztechnisch auf der richtigen Fährte waren. Perfekt. Ich brauche nichts nachwürzen. Geil. Wir machen mal einen Teller fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Probieren. Guck mal hier. Ein wunderschön gehaltvoller Suppenteller, würde ich sagen. Wie gesagt, perfekt für die kalte Jahreszeit. Jetzt noch ein bisschen was von unserer geilen Sour Cream. Ich nehme ein bisschen mehr. Wunderschön, oder? Wunderschön. So, kosten. Oh, Löffel. Ich liebe ja sowas. So, jetzt einfach nochmal kosten für euch. Zack. Vorsicht, heiß. Oh, so geil. Hat sich richtig schön alles verbunden. Der Geschmack, volle Kanne. Schärfe ist da, Feuer. Eine geile, schnelle Suppe, würde ich sagen, oder? Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Geil. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Weiter essen.